Willkommen zurück zu Assembly Line. Ja, ich mache es tatsächlich weiter. Euch scheint das zu gefallen. Und wir haben mehr als 15 Likes jetzt. Das heißt, ich mache es auf jeden Fall weiter. Hier ist unsere Fabrik, die wir in der letzten Folge aufgebaut haben. Wir haben jetzt hier schon fast eine halbe Million, nee, eine halbe Milliarde sogar. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und wir werden auch eine ganze Menge damit machen. Zuallererst mal natürlich wieder Upgrades. Und zwar werden wir uns weitere von diesen Startern holen. Und die sind recht weit unten. Da Starterlimit um 10 erhöhen. Und noch mehr um 10. Das kostet uns dann 110 Millionen. Es gibt noch eins. Das kostet aber 1000 Millionen. Also ein B, also Billion, aber in Wirklichkeit, also bei uns sind das dann halt eine Milliarde. Und das heißt, das kostet noch eine ganze Menge mehr. Und wir haben gerade mal ein Drittel davon. Das heißt, das werden wir nicht machen können. Dafür werden wir jetzt hier aber noch ein bisschen mehr Platz schaffen. Hier haben wir auf jeden Fall schon 6. Und dann haben wir hier 7, 8, 9, 10. Und das sind dann jetzt hier 4, also machen wir 5. Und dann nochmal 5, weil wir ja insgesamt jetzt 20 Stück mehr haben. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und ich glaube, das sollte reichen. Dann packen wir hier einen neuen Verkäufer hin und platzieren alle unsere Starter, die wir hier noch haben. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, nee, das reicht nicht mehr. Ich habe tatsächlich zu viel Platz geschaffen. So. Okay. Dann doch so. Ich habe mich irgendwie verzählt, keine Ahnung. Aber das bisschen mehr Platz, was wir jetzt hier haben, sollte nicht allzu schlimm sein. So, hier kommen die Roller auch noch hin. Und die drehen wir auch schon mal am besten. So und so. Das ist gut. Dann holen wir uns wieder die hydraulischen Pressen und packen die auch überall hin. Und dann drehen wir die ganzen Sachen. So, jetzt haben wir erstmal alles hingebaut. Jetzt drehen wir die Sachen. Und dann haben wir auch gleich die hier fertig. Jetzt hier noch einmal alle Roller. Und dann haben wir es. Dann machen wir mal kurz auf Stopp. Und dann machen wir hier überall Kupfer rein. Und dann schauen wir mal, wie viel wir verdienen. Wir haben ja so 6, 7k gemacht. Und ich glaube, jetzt machen wir locker so 14k oder so. Also das ist auf jeden Fall einiges mehr. So. Dann haben wir hier die obere Reihe auch schon fertig. Und jetzt kommt nur noch die untere Reihe dran. So, 3, 4, 5, 6 und 7. Und dann zoomen wir mal raus und starten. Das ist ein bisschen verzögert, sieht nicht ganz so schön aus, aber gut. Jetzt laufen alle Maschinen. Und 11k, 12k, ja, 11, 12k machen wir nur. Ich dachte so 13, 14, aber was kann man machen? Jetzt sind wir halt bei 12k. Oder 11k, je nachdem. Jetzt haben wir hier eine ganze Menge von diesen hydraulischen Pressen. Dann schauen wir mal. Ja, die nächsten Starter kosten natürlich eine ganze Menge. Ja, ich weiß, was wir machen können. Und zwar eine neue Fabrik. Wir klicken hier rechts unten. Dann haben wir hier unsere erste Assembly Line. Das ist die hier. Und dann können wir uns noch eine kaufen für 1 Million. Klicken wir drauf. Und schon haben wir eine zweite. Die werden wir jetzt auch erstmal vergrößern. Und dann bauen wir das genau das gleiche hin.
Und dann haben wir eine, ja, doppelt so große Fabrik. Ich jetzt hier die zweite Fabrik aufgebaut und dann schauen wir mal, ob sie funktioniert. Wir machen jetzt 11k gerade. Jetzt lassen wir es mal laufen. Und es sieht so aus, als würde alles funktionieren. Und da steigt es. 20k, 21k und okay, das war's. 21k machen wir jetzt. Oder 22, ja, schwanken immer ein bisschen. Das war's aber noch nicht. Wir können nämlich noch eine bauen. Und die kostet 10M. Also haben wir jetzt noch eine. Und die nächste kostet 100M. Ich glaube aber, wir werden jetzt hier trotzdem eine ganze Menge Geld ausgeben. Deshalb werden wir erstmal gucken. Und dann baue ich jetzt einfach hier noch eine, damit wir einfach noch mehr Geld machen. Auch die dritte Fabrik fertig und ich würde sagen, die starten wir jetzt auch mal. Wir machen 22k gerade und jetzt läuft die und es sieht so aus, als würde auch alles funktionieren. Ja, und dann steigt es wieder 33k, sehr schön. Jetzt machen wir einfach, am Anfang haben wir 7k gemacht, das heißt, wir machen ja, fast fünfmal so viel. Also wir haben 6-7k gemacht, jetzt machen wir 33k. Das ist fünfmal so viel wie am Anfang. Und scheint nicht zu stoppen, wir können nämlich noch eine bauen. Aber ich glaube, da werden wir nicht viel machen können, weil jetzt die Sachen einfach sehr, sehr, sehr teuer werden. Schaut es euch an, wir haben jetzt schon an den Kosten hier 1,5 Millionen. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir das hier überhaupt hinkriegen. Obwohl, ja, es könnte doch noch klappen. Also dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Thank you.
haben wir die vierte Fabrik. Es hat sogar tatsächlich geknappt. Wir haben hier noch 39 Millionen. Und dann schauen wir mal. Wir machen 33 Millionen. Und es läuft. Ist auch alles an. Sehr schön. Es steigt. 37 Millionen, 37k, 38k, 39k und 40k, 44k. Das ist sehr gut. Am Anfang haben wir 6-7k gemacht. Jetzt machen wir einfach das 6-7-fache. Und ich würde sagen, damit war es das jetzt auch. Wir haben jetzt eine ganze Menge mehr an Geld pro Sekunde. Und das nächste, ja, das braucht einfach 1 Milliarde oder 1 Billion. Das werden wir natürlich nicht hinkriegen. Aber gehen wir jetzt hier zur ersten Assembly Line. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön, was wir hier hinkriegen. Oder wie viel Geld wir jetzt machen, das kriegt ihr dann ganz sicher auch hin. Das war's jetzt mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.